Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Pfeffersport-Quiz Nummer 4. Das war Florian und ich bin Lukas von den Pfeffersport-Feriencamps. Es ist super, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alles rund um unsere Gewinnspiele gibt's am Ende des Videos. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei unseren 10 Fragen. Legen wir los mit Frage 1. Wie viele Kegel werden beim Bowling aufgestellt? A 2, B 7, C 10 oder D 14? Korrekt ist Antwort C. Beim Bowling werden 10 Kegel aufgestellt. Wenn man alle trifft, nennt man das auch Strike. Weiter geht's mit unserer zweiten Frage. Aus welcher Sportart stammen die Begriffe Eagle, Birdie und Boogie? Ist es A. Schach, B. Bogenschießen, C. Skispringen oder D. Golf? Alle drei Bezeichnungen sind Begriffe aus dem Golfsport. Sie verraten, wie viele Schläge die Golferin oder der Golfer brauchten, um den Ball ins Loch zu befördern. Weiter geht's mit Frage 3. Was ist eine Fraktur? A. Ein Knochenbruch, B. Eine Teamsportart, C. Eine Taktik beim Rugby oder doch D. Eine Etappe bei der Tour de France? Antwort A ist die richtige. Eine Fraktur ist ein Knochenbruch. Das ist der lateinische Begriff dafür. Frage Nummer 4. Warum zieht der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin beim Fußball die rote Karte? A. Um eine Abseitsposition anzuzeigen. B. Um eine Spielerin oder einen Spieler des Platzes zu verweisen. C. Um eine Auswechslung anzukündigen. Oder doch D. Um den Videoschiedsrichter um Hilfe zu bitten. Richtig ist natürlich Antwort B. Der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin zieht die rote Karte, um einen Platzverweis auszusprechen. Weiter geht's mit Frage 5. Nun wollen wir von euch wissen, was ist ein Velodrom? A. Ein Fußballstadion, B. Eine Turnhalle, C. Ein Schwimmbad oder doch D. Eine Rennradbahn? Richtig ist Antwort D. Ein Velodrom ist eine Rennradbahn, die extra für Radwettkämpfe erbaut wurde. Weiter geht's mit unserer 6. Frage. Wir blenden euch jetzt gleich 4 Bilder ein und ihr müsst entscheiden, welches dieser Wurfgeräte zum Werfenden zurückkommt. Richtig ist Antwort B wie Bumerang. Die traditionelle Wurfwaffe der australischen Aborigines wird heute vor allem als Sportgerät benutzt. Weiter geht's mit Frage 7. Wie viele Löcher umfasst eine Golfrunde? A. 2, B. 11, C. 18 oder D. 99? Richtig ist Antwort C. Eine Golfrunde umfasst 18 Löcher. Machen wir weiter mit einer spannenden Frage, die einen ganz engen Bezug zu unserer Heimatstadt hat. Welche dieser folgenden Sportarten hat ihren Ursprung in Berlin? Ihr hört jetzt 4 Antwortmöglichkeiten, die von Pfeffersportlern oder Pfeffersportlerinnen vorgetragen werden. Und ihr müsst euch wie immer für die eine richtige Antwort entscheiden. Richtig ist die Antwort A, Handball. Und zwar entwickelte der Oberturnwart Max Heiser in Berlin 1915 einen Sport namens Torball, den er eigentlich für Frauen entwickelte, der damals noch ohne Körperkontakt gespielt wurde und dann erst 1917 in Handball umgetauft wurde. Der Parcoursport hat seinen Ursprung in Berlin in den 1980er Jahren, als ein Berliner Dozent für Körperkulturen eine natürliche Trainingsmethode entwickelte, die auf allgemeinen körperlichen Fertigkeiten aufbaute.
Geschicklichkeit und Stärke sollten mit Mut und Selbstlosigkeit einhergehen, wobei er sich vor allem gegen den militärischen Grundgedanken aussprach. D. Bouldern wurde vom Berliner Kletterer Benjamin Boulder als günstige Alternative zum Klettern entwickelt. Die richtige Antwort ist D. Es war der Bahnradsport, der sich später dann zum Sechstagerennen weiterentwickelt hat. Wegen der schlechten Straßenverhältnisse in Berlin war schlichtweg Radsport auf öffentlichen Straßen verboten und somit entwickelte man künstliche Radbahnen. Also Antwort D. Jetzt müsst ihr euch entscheiden, wer hatte recht? War es A. Jan mit Handball oder B. Laura Isabel mit Parkour oder hatte Josie recht mit Bouldern? Oder doch, Marina? Antwort D, Bahnradsport. Jan hatte recht mit Antwort A. Es ist tatsächlich Handball. Kommen wir nun zur vorletzten Frage. Bei welcher Sportart ist körperloses Spiel höchstes Gebot? A. Fußball, B. Rugby, C. Basketball oder D. Handball? Richtig ist Antwort C. Beim Basketball ist das körperlose Spiel höchstes Gebot. Kommen wir zu unserer letzten Frage für heute. Es wird ja auch schon immer dunkler. Können wir auch mal Licht anmachen. Welcher der folgenden Schwimmstile gilt als der schnellste? Ist es A. Kraulen, B. Rücken, C. Brust oder D. Schmetterling? Jetzt kommen wir zur Auflösung der letzten Frage. Ihr seht hier schon vier Schilder und diese Schilder bezeichnen den 100 Meter Weltrekord der Männer des jeweiligen Schwimmstils. Jetzt können wir einfach schauen, vom langsamsten bis zum schnellsten, was die richtige Lösung ist. Fangen wir hier drüben an. 56,88 Sekunden ist der 100 Meter Weltrekord für Brustschwimmen. 51,85 Rücken. Und beim Schmetterling brauchte der Weltrekordhalter 49,50 Sekunden für 100 Meter. Jetzt bleibt nicht mehr viel übrig. 46,91 Sekunden auf 100 Meter. Und das ist dann natürlich Kraulen, auch Freistil genannt. Das waren unsere 10 Fragen für euch. Ich habe mich gerade gefragt, wie viele Fragen hattet ihr denn ungefähr richtig? Ihr könnt uns gerne eure Punktzahl mal in die Kommentare schreiben, damit wir wissen, wie gut ihr geraten habt, beziehungsweise wie gut ihr Bescheid wusstet. Jetzt machen wir erstmal weiter mit der Auflösung des Gewinnspiels. Es ging um die Bottle Flip Challenge mit Lukas und ihr solltet raten, wie viele Versuche er braucht. So, ihr habt gerade gesehen, 11 Versuche habe ich gebraucht und deswegen ist der Gewinner Jule. Bitte schreib uns eine E-Mail an feriencamp@pfeffersport.de und dann bekommst du dein wunderbares Pfeffersport-T-Shirt. Das war's mit dem Gewinnspiel von letzter Woche. Jetzt machen wir weiter mit dem Gewinnspiel von dieser Woche. Was das genau sein wird, erklärt euch Flo jetzt. Machen wir weiter mit dem Gewinnspiel von dieser Woche. Als erstes zeige ich euch, was ihr gewinnen könnt. Ihr könnt diese Pfeffersport-Beanie gewinnen. Ihr seht hier unser Pfeffersport-Maskottchen, eingelasert in Kunstlederpatch und hier innen steht SVP. Wenn ihr diese Mütze gewinnen wollt, dann macht auf jeden Fall mit bei unserem Gewinnspiel. Ihr müsst tippen, wie viele Versuche ich brauchen werde, um von hier mit diesem Gummi die Aluminiumrolle umzuschnipsen. Es war relativ knapp, aber ich habe es nicht geschafft. Wie viele Versuche werde ich brauchen? Schreibt euren Tipp in die Kommentare. Seid ihr auch so gespannt, wie viele Versuche Flo braucht? Ich auch. Falls ihr jetzt noch ein paar andere Videos von uns sehen wollt, klickt hier für unser altes Pfeffersport-Quiz und hier für ein Video von Flo zum Thema Tischtennis. Liked das Video, kommentiert und wir hoffen, ihr seid das nächste Mal auch am Start.